Hallo und willkommen bei meinem Videopodcast. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Unter einem Video habe ich letztens die Frage bekommen, wie würdest du die Uhr qualitätsmäßig vergleichen oder welche Uhr würde qualitätsmäßig zu dieser Uhr passen? Und ich habe mich mit der Beantwortung der Frage unglaublich schwer getan, habe da lange drüber nachgedacht, sodass ich zu der Idee gekommen bin, doch mal einen Podcast zu machen zum Thema Qualität bei Uhren und warum es mir so schwer fällt, diese Frage wirklich zu beantworten. Ich habe mich der ganzen Sache einfach mal theoretisch genähert. Was ist Qualität? Ich lese das mal gerade ab. Das kommt aus Wikipedia. Qualität wird laut der Norm DIN Schlag mich tot, der gültigen Norm zum Qualitätsmanagement, definiert als Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale eines Objekts Anforderungen erfüllt. Jo, das ist natürlich wieder so eine ganz typische theoretische Diskussion. Was bedeutet das am Ende? Qualität bedeutet, dass vorgegebene Maßstäbe, vorgegebene Wünsche, vorgegebene Kriterien von dem Objekt, was qualitativ beurteilt wird, eben erfüllt werden oder auch nicht erfüllt werden. Wichtig ist, der Preis alleine ist kein Qualitätsmerkmal. Also wenn ein Objekt 1000 Euro kostet, das nächste kostet 5000 Euro, dann ist das keine Aussage darüber, dass das 5000 Euro Objekt, die 5000 Euro Uhr, qualitätsmäßig besser ist. Sie kostet nur mehr. Anders wird es, wenn ich den Preis in Relation zu der Leistung setze, also wenn ich über das Preis-Leistungs-Verhältnis spreche, denn das kann ich ja tatsächlich auch als eine persönliche Vorgabe definieren. Ich sagte gerade persönliche Vorgabe und damit kommen wir dann auch schon in den Bereich. Es gibt nämlich drei wesentliche Bereiche, wie man Qualität definieren kann. Ich fange mal mit der Definition an, die für den Sammler wahrscheinlich am wenigsten relevant ist, die ich aber als Produktmanager in meinem Hauptberuf sehr gut kenne. Und zwar ist das das fertigungsbezogene Qualitätsverständnis. Jeder, der eine Uhr produziert oder einen Gegenstand, eine Ware, eine Dienstleistung, einen Service, was auch immer, hat ein Pflichtenheft. Er weiß also, wie das Endergebnis aussehen soll. Und wenn dieses Endergebnis dann tatsächlich dem Pflichtenheft entspricht, kann ich die Qualität des fertig erzeugten Produktes, der fertigen Uhr, gegen dieses Pflichtenheft messen. Und wenn das Pflichtenheft auch Kriterien wie Kundenzufriedenheit, Rückläufer, Reklamationen und so weiter beinhaltet, kann ich alles das messen gegen die von mir als Produzent aufgestellten Anforderungen und kann sagen, ja, das, was ich dort an den Markt gebracht habe, die Uhr, das Auto, was auch immer, was ich produziert habe, entspricht meinen Anforderungen. Das heißt, fertigungsbezogen ist die Qualität gut, hoch, mittelmäßig oder muss verbessert werden. Das ist aber keine Aussage darüber, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Und es ist auch keine Aussage darüber, ob die Kunden wirklich zufrieden sind. Es ist nur die Aussage darüber, dass die vom Hersteller vorgegebenen Kriterien erfüllt wurden. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann gibt es ein wertorientiertes Qualitätsverständnis. Und hier reden wir über das Preis-Leistungs-Niveau. Wenn wir mal Extreme nehmen, ich habe zwei Uhren, die kosten beide 5000 Euro. Beide haben das gleiche Werk. Beide haben ein Standard-ETA-Werk verbaut. Beides sind Dreizeigeruhren. Die eine Uhr ist mit einem Stahlgehäuse, die andere mit einem Massivgoldgehäuse. Sagt mir nicht, dass das unrealistisch ist, das weiß ich selber. Aber als Beispiel genannt, würde die Massivgolduhr für 5000 Euro wahrscheinlich ein deutlich höheres, deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben, einfach
weil das verbaute Material sehr viel wertiger ist. Je geringer die Unterschiede werden, umso schwerer wird es, hier eine Abstufung reinzubringen. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis gemessen an objektiven Kriterien, polierte Kanten, nicht polierte Kanten, Weißgoldzeiger, Stahlzeiger, massives Edelstahlband, Edelstahlband mit Hohllinks und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Wenn ich das wirklich mir runterschreibe anhand von objektiv überprüfbaren und nachvollziehbaren Kriterien, dann kann ich eine Preis-Leistungs-Abstufung machen und sagen, die Uhren sind ungefähr auf einem Level, beziehungsweise die Uhr ist besser oder schlechter zu bewerten aus dem wertorientierten Qualitätsverständnis als die andere. Aber auch das, denke ich, ist nicht das, was die Sammler, die Uhrenliebhaber meinen, wenn sie von der Qualität der Uhren sprechen. Ich glaube, zumindest geht mir das so, wenn ich von der Qualität der Uhr spreche, dann geht es bei mir immer um das kundenbezogene Qualitätsverständnis. Und das ist genau der Punkt, den ich unglaublich schwer nur greifen, definieren und verallgemeinern kann. Denn das kundenbezogene Qualitätsverständnis basiert alleine auf meinen als Kunden definierten Anforderungen. Und nur wenn die erfüllt sind, ist die Qualität für mich in meiner subjektiven Wahrnehmung entsprechend gut oder schlecht. Nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich weiß, vielen von euch ist es wichtig, dass wenn eine Uhr in einem gewissen Rahmen ungenau geht, sie bitte schön nach Möglichkeit nur Vorlauf haben sollte. Nachlauf wird im Allgemeinen als schlechter oder weniger gut angesehen. Ernsthaft, mir ist das total Banane. Wenn ich eine Uhr 3 oder 4 Tage am Stück trage und sie geht vielleicht 8 oder 10 Sekunden am Tag nach, dann sind das nach 3 Tagen 30 Sekunden eine halbe Minute Nachgang und dann wechsle ich meistens die Uhr. Das geht mir am Bobbes vorbei, das ist mir wirklich komplett egal. Aber anderen ist das wichtig. Das heißt, demjenigen, dem ein Vorgang wichtiger ist als ein Nachgang, der würde eine Uhr mit Nachgang eher als qualitativ schlechter oder ungünstiger bewerten, als ich es tun würde. Wir reden aber über exakt dieselbe Uhr, aber über unterschiedliche individuelle Vorgaben. Jetzt habe ich mir mal angeschaut, was gibt es denn für mögliche individuelle Vorgaben, die die Qualität einer Uhr bewerten oder beeinflussen könnten. Klar, Material, habe ich gesagt. Komplikationen. Manche möchten gerne ein Tourbillon. Ist mir zum Beispiel komplett egal. Würde ich wahrscheinlich nicht sehr viel extra für bezahlen. Dann gibt es auch den Punkt, und der ist durchaus nicht zu unterschätzen, Renommee, Image, Markenwert. So manch einer möchte, dass die Uhr ausstrahlt, was sie gekostet hat und wo sie steht, dass man sie sich leisten kann. Das heißt, so manch einer wird vielleicht eher eine Breitling für 6.000 Euro kaufen als eine Sherpa-Uhr. Einfach, weil die Breitling mehr erkannt wird und deutlicher sagt, hier, ich bin eine Breitling. Wer eine Sherpa sieht, der wird damit vielleicht nicht so viel anfangen können, es sei denn, er kommt aus der ganz, ganz kleinen Welt des Uhrenkosmos. Auch das kann eine persönliche Vorgabe sein und deshalb das qualitative Gesamtpaket einer Uhr, nicht die Bauqualität, die Bildquality, aber das Gesamtpaket der Uhr für mich aus meiner subjektiven Sicht abwerten. Dann für mich ein extrem wichtiger Teil des Gesamtpaketes ist der Service. Wird er aus Deutschland gemacht, muss ich die Uhr, wie es bei manchen japanischen Firmen oder Marken oder Produktlinien ist, nach Japan schicken für eine Revision. Wie lange dauert das? Was kostet das? Was sind die Folgekosten? Für mich elementar wichtig, auch wie lange dauert das? Wie lange muss ich auf die Uhr verzichten? Das ist für mich auch ein Teil meines persönlichen Qualitätsverständnisses für die Uhr beziehungsweise die Marke.
Verfügbarkeit, genau das Gleiche. Wenn ich 18 oder 20 oder 24 Monate auf eine Uhr warten muss, dann regt mich das maßlos auf. Es steigert nicht meine Vorfreude, sondern es steigert meinen Frust. Ich habe dann keinen Bock mehr auf die Uhr. Da habe ich, also die bestelle ich von vornherein erst gar nicht. Egal wie gut der Rest des Paketes ist, auf sowas habe ich überhaupt kein Interesse und das tötet mein Verlangen nachhaltig. Und das ist natürlich dann auch ein Teil meines persönlichen qualitativen Gesamtpakets, was ich erwarte. Dann kommen wir in leichter messbare Sachen, Verarbeitung und natürlich auch Werterhalt. Wird die Uhr eventuell schneller, weniger wert? Wenn ich von vornherein 150%ig weiß, ich behalte die Uhr, werde sie nie verkaufen, dann ist das Wuppe. Wenn ich aber ein Flipper-Typ bin, der öfter mal eine Uhr kauft und verkauft, Uhren verkauft, um neue Käufe zu finanzieren, dann ist das durchaus schon interessant, wie viel Geld verbrenne ich beim Verkauf. Und das kann die persönliche Entscheidung beeinflussen und das ist auch Teil meines persönlichen Gesamtpaketes, so wie ich die Qualität einer Uhr sehe. Und hier geht's, wie gesagt, nicht nur um das Werk, um das Gehäuse, um die sauber gesetzten Zeiger, sondern auch um alles das, was die Uhr, die ich kaufen möchte, als Gesamtpaket ausmacht. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, weil der mir sehr wichtig ist, und das ist die Messbarkeit von scheinbar objektiv messbaren Kriterien. Beim Auto werden oft Sachen angesprochen wie Spaltmaße oder das Armaturenbrett ist haptisch nicht so doll, fühlt sich an wie Plastik, es klappert schnell. Ja, das sind Sachen, die kennt ihr alle. Ja, das ist billiges Plastik verbaut. Die Türen haben keinen satten Sound, wenn sie zufallen, sondern es klingt blechern. Aber das sind alles nur Sachen, die man subjektiv wahrnimmt und genauso ist es auch bei Uhren. Viele sprechen vom Klapperband. Nehmen wir als Beispiel die Citizen NY0040 mit dem Stahlband, mit den gefalteten Endlings, wird oft als Klapperband bezeichnet. Aber wo fängt ein Klapperband an? Wie laut muss es klappern? Wie viel dürfen sich die Glieder bewegen? Darf man überhaupt nichts hören? Darf man das nur aus 30 Zentimetern hören? Wann ist das Klappern eines Klapperbandes wirklich ein Klapperbandkriterium? Das ist nicht festgeschrieben. Auch das ist subjektive Wahrnehmung. Das heißt, ein Band, was ich als durchaus okay empfinde, wie zum Beispiel die Stahlbänder von Sinn, sind für viele, die unter meinen Videos kommentieren, ein negativer Kritikpunkt. Sinn müsse endlich was an den Bändern machen. Die seien ganz furchtbar. Die Schließen seien ja der billigste Schund. Persönlich habe ich an den Schließen nur einen einzigen Kritikpunkt, den habe ich in einem Video auch schon mal thematisiert, dass sie unter bestimmten Bedingungen sich von selber öffnen. Ansonsten finde ich die Schließen wirklich klasse, weil sie einfach simpel konstruiert sind. Sie lassen sich von mir mit meinem Leatherman selber ein kleines bisschen nachbiegen, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich kann sie einstellen, ich kann sie straffer machen, ich kann sie leichtgängiger machen. Das kann ich alles ganz, ganz simpel mit Hausmitteln machen. Ich kann sie reparieren, sie halten ewig, sie tragen nicht auf, sie sind nicht dick. Ja, sie klappern etwas, ja, sie haben keine fancy Feinverstellungen. Alles das fehlt, aber dafür sind sie unglaublich praktisch. Auch das wiederum mein persönlicher Anspruch an die Qualität. Ich brauche nicht den letzten neuesten fancy Stuff, der dann vielleicht auch früher kaputt geht oder den ich nicht selber richten kann, wenn was dran ist. Wenn ich jedes Mal zum Konzi rennen muss, wenn irgendwas nicht stimmt, dann trübt das meine Freude. Ich habe es lieber, dass ich das auf meinem Tisch hier selber machen kann mit meinen zwei linken Händen und trotzdem funktioniert das und ich krieg's wieder ans Laufen. Ich mag sowas. Manche mögen dann lieber die High-End-Lösung. Kann ich auch verstehen, kann ich nachvollziehen. Man zahlt schließlich gutes Geld dafür. Mir ist meine Bequemlichkeit bzw. meine Unabhängigkeit in dem Punkt lieber. Das heißt, auch hier zeigt sich wieder, die kundenbezogene Qualität liegt immer im Auge des Betrachters. Und jetzt komme ich nochmal auf mein Eingangsproblem zurück. Mit welcher Uhr lässt sich die
bestimmte Uhr, die ich vorgestellt habe, qualitativ vergleichen. Ja, in meinen Augen oder in deinen Augen oder im Sinne des Preis-Leistungs-Verhältnisses, aber welche Kriterien beziehen wir in die Leistung ein? Das Werk oder das Werk einschließlich Reglage beim Hersteller, das Werk einschließlich Dekoration oder Nicht-Dekoration, weil die Dekoration keinen funktionalen Mehrwert liefert. Das heißt, bevor wir über Preis-Leistung sprechen, müssen wir erst den Leistungskatalog definieren und dann können wir über Preis-Leistung sprechen. Und wenn wir über die kundenbezogene, das heißt die individuell empfundene Qualität sprechen, wird es unmöglich, das zu vergleichen, weil meine Meinung muss nicht deine sein und deine Meinung muss nicht die sein von deinem Kumpel. Insofern schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, wie ihr das seht und wie ihr die Frage beantworten würdet, wie die Qualität einer Uhr ist und mit welcher Uhr sie qualitativ vergleichbar wäre. Würde mich brennend interessieren. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meinen nächsten Podcast. Tschüss, euer Axel.